Hallo, liebe Landwirte, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Farming Simulation 15. Ah ja, stimmt, unser Weizen ist ja fertig. Wo ist denn jetzt hier? Hallo? Hallo? Ach, geht doch. Ah ja, stimmt. Super, das hätte ich auch vorher wissen können, ne? Achso, falsches Feld. Da unten ist er ja. Fahr da jetzt einfach mal kurz hin. Oh, es wird schon wieder dunkel. So, den stelle ich mal kurz eben hier so hin. Zack. Dann steige ich kurz einmal hier ein. Sag hier einmal kurz Kuh. Lass es jetzt einfach mal fallen, so. Oh nee, nochmal schlimm. So. Stellen wir uns doch mal hier hin. Ups, na, ich wollte... Oh. Bin ich auf den falschen Knopf. Ich wollte auf O drücken. So. Dann beladen wir kurz mal den Träger. Meine Katzen spinnen schon wieder. Ist doch irgendwie immer so gewesen, oder? So, dann klappen wir die da unten wieder ein. Ich glaube, ich habe meinen Trailer da ein bisschen im Weg gestellt, ne? Naja, ach, das wird schon hinhauen. So, dann koppeln wir doch mal wieder an. Und fangen wir hier an zu gucken. Zu ernten. Boah, fast den Trailer getroffen irgendwo. So, und den Rest dann nochmal eben schnell. Irgendwie ein paar Dicken mit drin, ne? Naja. Ist halt jetzt so. Ändern kann ich es jetzt auch nicht mehr. Auch wenn ich es vielleicht möchte, aber nein. So ist nun mal das Leben, ne? Ist es halt gut. Mal gucken, wann auch unser Rübenernter halt, also richtig, also alles kaufen kann davon. Aber es wäre natürlich gut eigentlich da. Mal schauen wir dann mal. Ich kann schon längst aufhören hier. So. Ich fahre die mal kurz hier irgendwo hin. So. So. Mal eben wieder ab.
Und dann fahren wir hier einfach mal hin. Und stellen uns hier hin. Fahren den einmal kurz aus. Und dann springen. Jetzt war ich da einmal. So. So, dann können wir nämlich den hier mal eben nehmen und dann mal kurz uns unterstellen. Ich könnte ja eh gleich vielleicht schon mal den Kuba holen. Da könnten wir vielleicht dann da einen Helfer einstellen, der dann da vielleicht schon mal wenigstens kuppert. Also wenigstens schon mal anfängt damit. Damit wir da nicht mehr so viel zu tun haben. Ah, schön. Er hat sogar noch ein bisschen was draufgepasst. Oh, der Träger. So, das mache ich mal eben. Holen wir doch unseren schönen, frisch gewaschenen Kuba mal. Wenn ich in die Nummer so Schlangenlinien fahren würde. So, dann stelle ich den mal eben kurz nach dahinter. Dann drücke ich doch mal H und wir fahren das jetzt mal nach dem blinkenden Zeichen. Nur nach dem blinkenden Kreis. Wenn wir zurückkommen, können wir nochmal gleich auf das Schildchen gucken. Was denn da noch so gesehen für Aufgaben wären. Da schauen wir dann gleich mal. Da bin ich ja schon total gespannt darauf. Und dann können wir da vielleicht noch mal reingucken. Hallo? Ach, die, was denn das andere Teil noch von den Rübenernter kostet? So. Dann küppen wir doch das mal eben aus. Zack. Plus 8000. Ich hätte eigentlich mit mehr gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte auch mehr irgendwie besser gefunden. Aber die wollen natürlich immer noch was haben, ne? Ja, kriegen sie auch noch. Also von daher. Nächste Lieferung kommt ja irgendwann nochmal. Habe auch schon überlegt, ob ich mit Geld leihe, doch von der Bank, um hier ein bisschen schneller voranzukommen. Aber ich weiß das gar nicht, ob das irgendwie so gut wäre. Schreibt mir das einfach in die Kommentare. Oder bei Facebook oder bei Twitter unter Hashtag Rede mit Kitty oder überhaupt so bei Twitter. Da bin ich nämlich auch. Da könnt ihr mich auch finden. Mit dem Namen Playful Gladi Kitty. Ist ja ganz klar.
schreibe aber nochmal hier unter meiner Videobeschreibung. Kann ich euch ja gerne mal reintun. Ich bin ja mal so nett zu euch. Hui, ab sofort zum Schild. Okay. Weizen hier, das habe ich doch schon gehört. Status 20%. Ach, seht ihr, wir können jetzt eigentlich auf Ablehnen sogar drücken. Gut zu wissen, mal für irgendeine Mission oder so. Nicht, dass ich das mal machen möchte, weil ich möchte das machen. Mach noch schon mal wieder Licht an. Dun, 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 dun. Ich überlege eigentlich, ob ich denn doch noch mal lieber Weizenfeld ansehe. Aber ich möchte hier eigentlich nicht so viel Weizen eigentlich dann ansehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, gibt es denn irgendetwas Tolles hier? Was ist das denn? Ein Schneidwerk wird von Dreschern benötigt. Gras. Okay. Mit einer Sämaschine. Mit einer Sämaschine kann man Wälder bestellen. Diese Sämaschine bietet zudem die Möglichkeit der Direktsaat. Kein voriges Kruppern oder Pflügen nötig. Ach so. Ja gut, das wollten wir auch mal, aber wir haben ja keine Maschine, die das eigentlich ja macht. Rübenernter. Wir haben einmal den hier. Ach, der kostet 88.000 schon. Ach, schade. Schade, schade. Da müssen wir aber noch ganz schön sparen für. Überlader dienen im Einsatz auf dem Feld als Zwischenspeicher von Fruchtarten. Aha. Weiß noch nie mehr, wofür man das denn wirklich aber braucht. Guck mal, aber wir können ja eigentlich ein Bienenhaus ja kaufen. Mit diesem Gerät lassen sich dreckige Maschinen. Achso, wollte doch das hier. Weil Einnahmen 60 Euro pro Stunde nämlich. Ja, dann wären wir halt irgendwie bei 10.000, ne? Ach, das ist aber auch mal schwierig, die Entscheidung. Ups. Ah, war auch mal den richtigen. Weit ist er ja noch nicht gekommen. Na toll. Ach, dann müssen wir mal hier wieder selbst Hand anlegen. Ist ja nie nur mal schlimm. Ich mach trotzdem mal eben die Zeit mal ein bisschen schneller. Warum kann der Helfer immer so gut kruppern? Macht hier immer nie nur mal so viele Korben rein wie ich. Unfair. So. Vielleicht das schon wieder an, ne? Ist ja voll uncool. Ja, total leise und still mal heute, ne? Ich habe irgendwie heute mal nichts wirklich zu reden.
Obwohl eigentlich, was heißt eigentlich, ja, ich war halt immer wieder ausreiten. Was für ein interessantes Thema, ne? Und diesmal mit zwei anderen Leuten, mal nicht wieder alleine. Und das war echt schön. Ich meine, alleine ist zwar auch nett, aber wenn man doch zu mehreren ist oder so, dann ist es ja auch ganz nett. Am Wochenende gehe ich 2 Stunden ausreiten, denn ruhen wir uns halt vielleicht so 1 Stunde oder 1,5 Stunden oder so aus. Und dann geht es 2 Stunden wieder sozusagen zurück. Das wird bestimmt mal interessant zu sehen, wie dann mein Pferdchen so reagiert und so. Also das wäre sein längster Ausritt, den wir, glaube ich, bis jetzt gleich mal sogar gemacht haben. Und vor allen Dingen, dass er einfach mal wo Fremdes ist. Also wo ich mich noch nicht mal wirklich auskenne. Ich weiß nicht, ob die eine sich auskennt. Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich denke mal wahrscheinlich schon, weil sie sucht sich jetzt einen schönen Weg für uns raus. Wo wir denn so schön lang reiten können. Und ja. Deswegen bin ich echt schon richtig gespannt, wie das wird. Aber es wird schon nett werden. Denke ich mal schon. Oh, jetzt sehe ich das da hinten gar nicht. Na nun? So. Hallo? Was war das denn? Das ist unlustig, Leute. Auch wenn das irgendwie total ist. Schön. So viel dazu. Beruhigt sich mein Trägerchen auch nochmal sehr. Ein dänzender Träger, der Boden anscheinend hasst. Jetzt habe ich Angst, mich zu bewegen. Ich versuche es mal wieder. Schön. Vielleicht steige ich einfach mal gleich aus dem Träger. Was ist, wenn ich jetzt aussteige? Oh schön, dann fliege ich einfach mal runter. Und mein Träger? Wo bin ich denn jetzt gelandet hier? Das ist ja mal... Wie ist das, macht jetzt mein Typ hier keine komischen Sachen. Ey, guck mal, wo ich total gelandet bin. Oh, guck mal, der Weizen ist eh fertig. So, dann gehe ich halt ihm jetzt in einen anderen. Mit der Hoffnung, dass es nichts passiert. Schön. Mit dem passiert es wirklich nicht. Gott sei Dank. Dann kann da hinten ruhig mal ein anderer Träger rumspielen, wie er will. Dann nehme ich doch jetzt erstmal den Mähdrescher. Schön. Ja, also so kriegt man dann natürlich auch Sachen mal mit, ne? Schön, dass man hier sogar so ein Bug im Spiel mal findet. Hey, Mann. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt mit den Krupper gerade so heftige Schwierigkeiten habe, aber hier mit dem Mähdrescher habe ich das irgendwie nicht, ne? Man bin ich ja echt froh drüber. Und bestimmt war er irgendwo nämlich ein Update, den ich gerade mache. Das ist so furchtbar mit Steam. Da sagt man eigentlich zu dem einen Spiel so Update,
erstmal beenden, auf Stopp gedrückt, weil ich ja weiß, dass mein PC, also mit Steam und Aufnehmen und so, das haut irgendwie dann nicht mehr hin. Extra beendet. Na, und dann kommt sowas. Und dann macht er irgendwas wieder im Hintergrund. Dass das Steam doch irgendwie sagt, so, ja gut, du hast schon zwar jetzt Pause gedrückt, aber dann gehe ich zum nächsten und mache das einfach, ein Update von. Wo ich dann so denke, so, ja, danke schön, Steam. Damit hättest du auch mal später kommen können. Das ist unmöglich manchmal irgendwo, wirklich. Das ist manchmal echt schon ein bisschen irgendwo auch ätzend. So. Mal gucken, was jetzt an meinem Träger so macht. Ich brauche mal meine Taschenlampe. Wo ist denn mein Krupperchen? Ich guck mal in der Luft, ne, ob der da irgendwo rumfliegt. Aber ich sehe ihn noch nicht mal. Hä? Wartet mal eben. Ich komme sofort wieder. Mach ich eigentlich ungerne. So, alles gut. Ich hätte mir nur kurz irgendwie Sorgen um meine Katze nur kurz gemacht. Weil sie sich eben so ganz, ganz komisch sich angehört hat. Da habe ich echt so gedacht, so, oh je, es ist bestimmt irgendwas passiert. Aber nee, alles gut. Ach Gott sei Dank. Oh. Was ist das da? Was ist das da hinten für ein Zeichen? Ach so, das ist vom Feld kaufen. Schön, mein Krupper ist einfach weg. Der hängt hier irgendwo in der Luft. Nett. Nice. Ja gut, dann können wir erstmal nicht kuppern. Ist doch auch nett. Oh ey. Das kann auch echt nicht mal wahr sein, oder? Ja gut, ansonsten verkürze ich einfach gleich. Wir gehen jetzt einfach nochmal zu den Hühnern. Da tut es mir irgendwo echt leid. Mit so einem heftigen Bug hätte ich echt jetzt nie nochmal gerechnet irgendwo. Oh, guck mal, da sind ja auch echt viele Eier. So, das schnappe ich mir schon mal. Zwei. Drei. Vier. Echt? Vier Eier? Oder habe ich jetzt irgendwas übersehen? Aktuell gibt es beim Fahrzeughändler ein Angebot für Maschine Krone Easley Flow 300. Sie können diese 5% billiger kaufen. Weitere Informationen finden Sie beim Händler. Okay. Oh, guck mal, Kartoffeln. Weizen ist gesunken. Ein Ei noch, okay. Dann suchen wir doch mal das eine Ei noch.
Bin ich denn irgendwie blind? Wo ist denn das eine Ei? Hä, hier soll noch ein Ei sein. Aber wo? Wo soll das eine Ei sein? Ich renne jetzt einfach mal über meine Hühner. Ich habe keine Ahnung, wo das eine Ei sein soll. Ist jetzt auch egal. Ja, schön. Wie gesagt, dann würde ich jetzt einfach sagen, so, tut mir zwar leid, dass halt eben diese Folge vielleicht wirklich mal ein bisschen kürzer einfach ist. Wo so viel kürzer ist es jetzt auch nicht, aber es tut mir einfach irgendwie echt leid, aber. Ich kann auch im Moment einfach nichts machen. Dagegen, weil. Träger hängt ja nun mal leider da oben irgendwo im Himmel. Den man noch nicht mal von hier unten mehr sehen kann. Deswegen können wir halt eben hier nochmal weiter gruppern. Was ich eigentlich hätte jetzt ganz gerne gemacht hätte noch. Aber schön. So kann auch mein Träger irgendwie verschwinden. Schön, dann haben wir wenigstens eine sehr spannende Folge mit einem dänzenden Träger, der immer wieder hochgeschossen worden ist. Und ja, ich hoffe einfach, ihr hattet deswegen halt wie es eigentlich voll Spaß, eigentlich denn trotzdem zuzugucken. Vor allem mit sowas. ich hoffe einfach, ihr schaltet einfach wieder beim nächsten Mal ein und ich hoffe, dass beim nächsten Mal der Körper mit dem Träger da wieder funktioniert dann und irgendwo hier vielleicht auf dem Hof steht. Und ja, wie gesagt, ich würde einfach mich freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Mal einschaltet, wenn es heißt Farming 15. Auch 2015 genannt, aber man kann ja beides nennen. Ja, über Kommentarbewertungen, Abos würde ich mich natürlich auch voll freuen und geht bei Facebook, schreibt mir da oder bei Twitter oder Hashtag Red mit Kitty. Da könnt ihr mir auch gerne was schreiben. Entweder über Spieletipp oder Allgemeines oder Pipapo. Das werde ich euch alles unter dieses Video noch packen. Die ganzen Links und so, damit ihr einfach da dann raufdrücken könnt und dann dahin gelangen könnt. Oder schreibt mir einfach unter das Video in die Kommentare da. Das könnt ihr auch gerne machen. Ja, dann sehe ich euch beim nächsten Mal, wenn es heißt The Farming 15. Farming Simulation 15, so. Ja, also bis denn und mach's gut und ciao.